Lissabon ist sein Revier. Antonio Costa, 54 Jahre alt, in der portugiesischen Hauptstadt geboren. Hier hat er Rechtswissenschaften studiert und seine politische Laufbahn in der Sozialistischen Partei begonnen. Zwischen 2007 und April dieses Jahres war er Bürgermeister von Lissabon. Costas Familie väterlicherseits ist indischen Ursprungs und stammt aus der Region Goa, die lange eine portugiesische Kolonie war. Das veranlasste Zeitungen dazu, ihm den Spitznamen Gandhi von Lissabon zu verpassen. Was ich im Land erfahre und jeden Tag auf den Straßen höre, ist sicher das, was auch Sie jeden Tag hören, sagt Costa. Es gibt ein großes Verlangen nach einem Wechsel am 4. Oktober. In Portugal wird es einen echten Wechsel geben. Costa hat im Wahlkampf angekündigt, im Falle eines Sieges seiner sozialistischen Partei zumindest einen Teil der Sparmaßnahmen zurückzunehmen, die die liberal-konservative Regierung dem Land auferlegt hat. Bevor er das Amt des Bürgermeisters von Lissabon antrat, war er 2 Jahre lang portugiesischer Innenminister unter José Socrates. Gegen den ehemaligen Regierungschef wird wegen des Verdachts der Korruption ermittelt. Costa distanzierte sich von Socrates. Ende September vergangenen Jahres wurde Costa zum Spitzenkandidaten der Sozialistischen Partei gekürt. Sein Amt als Bürgermeister von Lissabon legte er im April nieder. Im Fernsehduell mit seinem Widersacher Ministerpräsident Pedro Pascoalho flogen verbal die Fetzen. Costa warf dem Regierungschef vor: Sie wollten die Troika in Portugal. Im April 2011 sagten Sie mit großer Zufriedenheit, dass die Troika hier sei, weil wir Sie darum gebeten hätten. Jetzt will Costa an die Macht. Seiner Heimatstadt Lissabon würde er auch im Falle eines Wahlsieges treu bleiben, denn der Amtssitz des Ministerpräsidenten befindet sich natürlich in der Hauptstadt.